Herzlich willkommen zum Unboxing. Dieses Mal geht es um Bose Companion 2 Series 3 Boxen. Also es sind von Bose PC Lautsprecher. Hier steht es auch nochmal drauf. Genau. Ich habe die Series 2, also die alten, die es davor gab, die waren echt super und wollte mir eigentlich jetzt dieselben auch nochmal holen. Jetzt habe ich gesehen, dass es hier ja, Nachfolger gibt. Dachte ich, dann lasse ich mich hier lange lumpen und hol mir mal einen. Und bin mal gespannt. So, muss ich erstmal das Ganze hier ein bisschen öffnen. Hätte ich mal lieber eine Schere. Das hätte ziehen sollen, aber das ist kein Problem. Vor allem meinen Stift. So. Ja. Vorweg, was bei diesen, was Bose bei diesen Boxen total vermasselt hat, ist das Kabel. Er hat 1,5 Meter Kabel, also das heißt von der linken zur rechten Box habt ihr genau 1,5 Meter Kabel. Das begrenzt natürlich die Möglichkeiten, das Ganze aufzustellen. Ich finde es eigentlich nicht gerade sehr gut, war auch ein Grund, weshalb ich lange überlegt habe, ob ich mir die hole, weil es doch ziemlich schlecht ist, aber ne. So, ich zeige euch mal das Ganze. Gibt es bestimmt auch noch in Deutsch oder so. Ich zeige es ja mal anhand des Zeichnung hier. Ich guck mal, ob das jetzt hier auch in Deutsch irgendwo ist. Müsste eigentlich. Hier ist schon mal nichts in Deutsch. United States, Europe. Achso, okay, das sind die Hotline-Number. Hier haben wir es. Genau hier. So, ich zeige jetzt nochmal das Bild als insgesamt. Das ist die Speaker hier. Das ist ganz jetzt hier in Deutsch. Fehlerbehebung etc. ist alles mit dabei. Okay, gut, das ist jetzt das, die Bedienungsanleitung. Ist jetzt nicht so wichtig. Hier ist das Verbindungskabel. Zweimal Klinke, 3,5 mm. Das ist ein geiles Konstrukt. Ja. Ja, nicht schlecht, muss ich echt sagen. Kriegt man es auch ohne Ruhe so weit auf? Dann Verschlüssel hier oben. Ganz gut gemacht. So. Hier wird das Netzteil drin sein. So, auch klar. Das erklären. Auch eine bescheidene Kabellänge. Dafür aber zwei Adapter, also für den US- und für den deutschen Markt. So. Genau, ist hier ist das Corpus Delicti, die ganzen Geschichte. Die 1,5 Meter Kabel. Tja, ziemlich dumm.
Da hat sich jemand bei Bose nicht gerade viel Gedanken drüber gemacht. Das ist mir bei dieser Firma schon öfters aufgefallen. Bringen zwar schon tolle Lautsprecher auf den Markt, aber so innovativ oder sage ich mal das Gehirn eingeschalten bei dem Design, fällt denen manchmal echt schwer. Also wenn man sich mit Bose ein bisschen beschäftigt, wird man das auch merken. Okay. Machen einen guten Eindruck, sehen ganz gut aus. Für Lautsprecher, für den PC. Komplett in Schwarz gehalten. Das ist übrigens der linke Speaker, das steht auch drauf. Ne? Okay, holen wir uns jetzt noch den rechten Speaker. Der hat auch nochmal einen extra AUX-Anschluss. Also da könnt ihr die Speaker nicht nur für den PC nutzen, sondern auch für etwas anderes. Und zwar hier könnt ihr das genau sehen. So. Da haben wir den linken Speaker, hier ist der Stromanschluss und hier ist AUX und hier ist Computer, ne, für den Computer halt. Also diese Anschlüsse habt ihr. Genau. Bei den Vorgängerversionen waren es noch andere Anschlüsse gewesen. Ich weiß nicht, wie die Anschlüsse jetzt genau heißen, aber das sind die Anschlüsse, die man auch von den Anlagen her kennt. Wo dann entsprechend halt der breitere Stecker hier drauf ist. Ja, also da hat man dann hier die Breiten, das halt, was man halt vom HiFi-Bereich kennt. Ich weiß jetzt gerade nicht, wie sie heißen. Ja, gut. Schön ist, dass das Ganze hier einen Kopfhörereingang hat. Das haben die folgende Version nicht gehabt. Der Schieberegler macht einen guten und schwergängigen Eindruck. Also läuft soweit. Ja, ich denke, mehr kann man nicht sagen. Schaut euch nochmal von jeder Seite so ein bisschen an. Unten, Seite, hinten und oben. Ja, und die stehen dann so, ne? Also, hier ist ja der rechte und da ist der linke. Stehen dann so. Genau. Zeigt euch auch nochmal das Paar zusammen. Ja. Das sind schöne Boxen, auf jeden Fall. Ich muss gerade von Bose sagen, das Design ist nicht schlecht. Und der Klang von Bose ist eigentlich auch sehr gut, deswegen habe ich mich auch nochmal für die entschieden. Ich bin gespannt, wie der Klang ist im Vergleich zu den Vorgängerversionen, sage ich da Bescheid. Sehen so ähnlich aus, haben aber ein ganz edles, ja, soll man das sagen? Ja, das ist so eine Rasterung oder wie man das so nennen mag. Ich weiß gar nicht, wie das jetzt genau heißt. Auf jeden Fall finde ich das auch ganz gut. Die Bose haben halt hier ihren schönen dunklen Schaumstoff hier, ne? Sieht auch schön aus, keine Frage, aber die sehen auch sehr edel aus, wie ich finde. Ebenfalls ein Drehknopf, ebenfalls auch sehr schwergängig. Nicht so groß wie bei der anderen Bose, aber alles in Ordnung. Und ebenfalls hier für den linken Anschluss 3,5. Entsprechende Kopfhörer. Ja. Und die Rückseite zeige ich euch auch erstmal kurz. Die ist hier zu sehen. Genau. Also hier haben wir den Unterschied. Bei der neuen Bose sind das Klinke und bei der alten sind das dann hier diese Anschlüsse. Ich weiß gerade nicht, wie sie heißen, wie gesagt. Aber das ist dann der große Unterschied. Ansonsten sehen sie äußerlich gesehen, wie gesagt, schon grundlegend anders da aus. Sind auch ein bisschen höher. Meiner Empfindung nach haben sie auch ein bisschen mehr Bass.
Ich finde allerdings, dass sie im Vergleich zu den neuen Bose eine Sprachqualität zeigt, wenn es darum geht, zum Beispiel WhatsApp-Nachrichten abzuhören oder solche Dinge, ist die Sprachqualität einfach viel deutlicher als bei diesen Boxen hier. Das ist ein Unterschied wie, ja, wirklich wie Tag und Mitternacht. Also das ist heftig. Ja. So, jetzt zeige ich euch mal die andere Boxe. Also das ist jetzt die rechte gewesen hier mit der Steuerung etc. Und wie man auch hier ganz gut sehen kann im Vergleich zu neuen, haben wir auch hier einen ganz anderen Stecker, ja, für die zweite Box. Und somit können wir diese natürlich auch entsprechend durch ein 3,5 Klinke Verlängerungskabel entsprechend verlängern und dann die Boxen besser positionieren, ja. Das ist halt bei den alten Boxen jedenfalls ein bisschen besser gemacht worden. Warum man sich dagegen entschieden hat, verstehe ich nicht. Aber das muss man auch nicht verstehen. So, hier ist dann die linke Box. Die sieht, wie gesagt, auch nicht großartig anders da aus. Es fehlt halt das Bedienelement wie bei der anderen Bose auch auf der linken. Und auch hinten ist da jetzt nichts Großes. Das ist ein einfaches Kabel. Gut. Ich denke mal, habt ihr jetzt soweit alles gesehen, die neuen, wie auch die Vorgänger der Bose. Und könnt ihr mal selbst auch entscheiden, welcher Klang euch besser gefällt. Ich würde mich über einen Kommentar freuen, weil ich finde es auch ziemlich schwierig, mich darüber zu entscheiden. Ich muss echt sagen, dass ich den Klang, wie gesagt, der alten Bose einen Tick besser finde, aufgrund dessen, weil sie ein bisschen basslastiger sind.